Kurz bevor er gleich hier im Panel steht, ist Sebastian Schäfer noch bei mir. Sie sind Geschäftsführer des Tech-Quartiers, 1 von 12 Digital-Hubs in Deutschland. Was verbirgt sich dahinter? Digital-Hubs sind die Dachmarke des Bundeswirtschaftsministeriums, um Innovationen zu bündeln, ja, und gemeinsam nach außen ins Ausland zu tragen. Das Tech-Quartier ist eben das Hub für Fintech, ja, in Frankfurt. Was bedeutet konkret, wem helfen Sie und was tun Sie? Also wir helfen jungen Unternehmen, aber auch der etablierten Industrie zusammenzufinden und begleiten diese Innovationen in einem sehr systematischen Ansatz. Was sind also Ihre größten Herausforderungen? Sind das Mentalitätsunterschiede oder ganz bürokratische Dinge? Wir sehen eine ganze Bandbreite an Herausforderungen. Es gibt Unternehmen, die schon relativ weit sind. Ja, da braucht man dann andere Angebote. Ja, andere, die stehen noch ganz am Anfang ihrer Journey. Und da muss man wiederum anders reagieren. Wir versuchen das immer mit einem sehr angepassten Konzept, versuchen junge Unternehmen passende Lösungen eben aus aller Welt nach Frankfurt zu holen und sie den Unternehmen eben vorzustellen, sie zu vernetzen und sie dann auch gegebenenfalls bei einem Kooperationsprojekt zu begleiten. Was ist das Besondere an Frankfurt? Hier sind viele Banken, viele Fintechs. Ist das irgendwie was anderes, als wenn ein Mittelständler mit einem Nicht-Banken-Startup sozusagen zusammenkommt? Also Frankfurt steht sicherlich für seinen Fintech-Fokus. Wenn man das weltweit mit anderen Ökosystemen vergleicht, ist tatsächlich Frankfurt eines der führenden, ja, in Bezug auf die Dichte an Fintechs im Ökosystem, aber auch im Volumen von Venture Capital, ja, was an Startups geflossen ist. Also das macht Frankfurt sicherlich besonders. Auf der anderen Seite ist gerade die Region mehr als nur Fintech. Wir haben ganz viele andere Industrien und das spiegelt sich auch in unserem eigenen Netzwerk wieder. Ja? Wir arbeiten mit einer Eintracht Frankfurt zusammen, ja, rund um das Thema Sports Tech. Ja? Wir bespielen das Thema Mobilität. Ja? Wir bespielen Themen, ja, wie InsurTech, ja, und viele andere, ja, die nicht, ja, per se mit Finanzindustrie zu tun haben, aber durchaus miteinander verknüpft werden. Und zwischen der Industrie, zwischen den Industrien, ja, da entstehen meistens die spannendsten Ideen und Innovationen. Eine ganz leichte Frage zum Schluss noch. Was ist Ihr typischer oder der beste und häufigste Ratschlag, den Sie Mittelständlern geben, im Verhältnis, wie Sie mit Startups vielleicht von dem profitieren können und umgekehrt? Ich glaube, es braucht die Offenheit und auch das Interesse und die Neugier, ja, neue Lösungen kennenzulernen. Ja, Startups müssen lernen, mittelständische Unternehmen müssen lernen. Und wer Lust hat, das mal ganz live zu erleben, kann am 19. Juni bei uns in Berlin das Ganze auch mal kennenlernen. Ein Tag nach der Digital X East, die ist nämlich am 18. Juni. Vielen Dank, noch eine schöne Veranstaltung.